Es geht um das Thema auf der Suche nach Erweckung, der brennende Eifer George Whitefields. Was ist Erweckung? Erweckung ist eins der vielen Märtyrer der Kirchengeschichte, der Christenheit. Den Begriff der Erweckung, der hat eine lange Liste von Missbräuchen, wenn man das mal so ein bisschen in der Historie untersucht. Und es gibt einen englischen Theologen, der hat das Buch Revival and Revivalism geschrieben, also Erweckung und Erweckungsbewegung von Ian H. Murray. Und er arbeitet sehr fein raus, so vom 1750 bis ins 19. Jahrhundert hinein, und er differenziert zwischen Erweckung und Erweckungsbewegung. Das ist sehr spannend, weil man spricht häufig von Erweckungsbewegung. Aber er macht einen krassen Unterschied zwischen Erweckung und Erweckungsbewegung. Er sagt, Erweckung ist das, was Gott schenkt. Und Erweckungsbewegung ist das, was Menschen häufig gemacht haben oder versucht haben zu machen. Und er trifft dann einen sehr wunden Punkt, wenn wir gerade auch in die Geschichte, in der Kirchengeschichte schauen, weil Gott das sogenannte Great Awakening, wo wir heute Abend auch drüber sprechen, was unter anderem George Whitefield mit angeführt hat, Gott hat es geschenkt und es hat einen enormen Impact gehabt auf zwei Kontinenten. Und wenn man die folgenden Jahrzehnte und Jahrhunderte betrachten, merken wir, dass auf eine unterschiedliche Art und Weise das immer wieder versucht wurde nachzuahmen. In dieser Grafik sehen wir mal so dargestellt, Great Awakening, über das sprechen wir heute, was im 18. Jahrhundert begonnen hat. Dann gab es Ende des 18. Jahrhunderts the Second Great Awakening oder Second Awakening. Und dann ging es so weiter, Evangelistic, Revivalism und so weiter und so fort, bis zum Neuen Testament, bis zum 19. und 20. Jahrhundert, wo wir dann auch die charismatischen Bewegungen unter anderem mit vorfinden. Und wie gesagt, sehr spannend, wie er differenziert. Und nicht alles, wo plötzlich Menschenmassen sind, auch gleichzeitig gleichzusetzen ist mit Erweckung. Wir sprechen heute über George Whitefield als Person. Und bevor ich jetzt gleich zu ihm komme, möchte ich noch einen kleinen Vordämpfer euch geben. Nämlich, es gibt im Neuen Testament einen Vers, das schreibt Paulus an Timotheus, 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Und er spricht hier von den letzten Tagen, wo wir uns quasi auch mit befinden. Die letzten Tagen, das könnte man so definieren, von der Himmelfahrt Jesu quasi bis zur Wiederkunft Jesu. Wobei wir wissen, es gibt nochmal die spezielle Endzeit, dann eine spezielle Phase, wo die Bibel auch nochmal genauer definiert. Und er sagt hier zu Timotheus, hier, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, aufgeblasen, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein der Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Also wenn wir jetzt über Erweckung sprechen, dann müssen wir wissen, dass die Bibel an sich das für die letzte Zeit, so wie er jetzt hier sagt, gar nicht mal als solches verheißt. Jetzt, warum sollten wir dann überhaupt trotzdem nochmal über Erweckung sprechen? Ich möchte das vorweg sagen, weil viele Schwärmer sagen, ja, je mehr wir dem Ende zukommen, umso besser wird's. Also die guten Tage kommen erst noch. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann sehen wir, dass da noch ganz schön bittere Tage kommen. Aber trotzdem hat Gott sich zu jeder Zeit vorbehalten, Menschen sich zu erwecken, die wiederum er als Werkzeuge benutzt hat in seinem Reich und die in gewissen Abschnitten auch wirklich größere Erweckungen mit begleitet haben, beziehungsweise Gott ihnen auch geschenkt hat. Und es gibt einen Vers im Alten Testament, 2. Chronik 7, 14, obwohl das im Alten Testament steht, liegt da schon eine generelle Verheißung drauf, dass Gott zu jeder Zeit Erweckung wirken kann und häufig in der dunkelsten Situation. Wenn mein Volk, sagt er, über dem mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel erhören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und dieser Vers passt sehr gut zu dem, was wir jetzt auch gleich von Whitefield noch hören werden. Und Erweckung ist nicht ein Strohfeuer, was mal kurz aufflacht und dann wieder weg ist. Es ist ein Lauffeuer. Jesus sagte einmal im Neuen Testament, Lukas 12, 49, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Da haben wir es. Es ist ein Lauffeuer. Das ist die Sehnsucht des Heilands danach, dass das Reich Gottes sich in den Herzen Bahn bricht, dass Menschen zu ihm finden. Aber Jesus wusste, er muss erst ans Kreuz. Der Heilige Geist muss dann erst kommen. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte die erste Erweckung im Neuen Testament, wo sich in Apostelgeschichte 6, 7 zum Beispiel wir finden, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr
in Jerusalem. Das Wort Gottes breitete sich aus. Das ist ein wichtiger Stichpunkt. Ein Mann, dessen Namen ich zunächst nochmal verdeckt halten möchte, sagte einmal über den Protagonisten unseres heutigen Abends: Das Interesse, das ein Mann wie George Whitefield erregt, kennt kein Ende. So oft ich sein Leben gelesen habe, habe ich eine ausgesprochene Belebung erfahren. Er lebte. Andere Männer scheinen nur halb zu leben. Whitefield aber war nichts als Leben, Feuer, Flügel, Kraft. Mein eigenes Vorbild, wenn ich ein solches in aller gebührenden Unterordnung unter dem Herrn Jesus selbst haben darf, ist George Whitefield. Mit ungleichen Schritten muss ich indes seiner glänzenden Spur zu folgen suchen. C.H. Spurgeon. Wer Spurgeon kennt, weiß, dass er der Fürst der Prediger im 19. Jahrhundert war. Und er schreibt das von George Whitefield, weil er so bewegt war von seiner Biografie. Leute, die George Müller kennen oder Georg Müller, wissen, dass auch er sehr bewegt worden ist von der Biografie George Whitefield und was Gott durch ihn gewirkt hat. Und die möchten wir heute mal ein bisschen näher kennenlernen. Gott wirkte durch Whitefield, aber auch mit durch Wesley, möchte ich auch nicht außen vor lassen, eine Erweckung, man nennt das auch, da ist der Methodismus raus entstanden, methodistische Bewegung im englischen, amerikanischen Bereich. Wir wissen heute eigentlich nicht mehr, was große Erweckung ist. Zum einen, weil wir das hier jetzt in Deutschland schon länger so nicht mehr erlebt haben, wie wir es jetzt gleich hören. Zum anderen, weil man Geschichte vernachlässigt, gerade in diesem Bereich, teilweise auch beseitigt in unserem Land. Und deshalb ist es wichtig, sich mit Kirchengeschichte zu beschäftigen. Ich hatte jetzt zwei Vorlesungen über Kirchengeschichte, wo enorm spannend war, eben zu sehen, wie Gott durch die Zeit wirkt. Und ich möchte euch ermutigen, euch mit Kirchengeschichte zu beschäftigen. Es hat wirklich einen praktischen Aspekt, der uns in unseren Gemeinden vor allem auch zum großen Segen werden kann. Und dieses Beispiel von George Whitefield schauen wir uns heute an. Dabei ist klar, wenn wir jetzt uns als Protestanten mit Whitefield beschäftigen, verehren wir ihn nicht. Wir verehren nicht Heilige, aber wir gedenken ihr. Und das ist ein biblisches Prinzip. Die Bibel spricht zum Beispiel in Sprüche 10,7 davon, das Andenken des Gerechten bleibt im Segen, aber der Name der Gottlosen wird verwesen. Und Paulus selber sagt im Neuen Testament, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Und so wollen wir es auch heute haben mit Whitefield. Was sind die göttlichen Prinzipien, die wir daraus für uns persönlich mitnehmen können? Das erste Prinzip vorab ist, dass kein Mensch Erweckung machen kann. Kein Mensch kann das. Es ist und es bleibt Gottes Werk. Aber wir können Gottes Segen aus dem Weg gehen, dass er fließen kann. Und wir können quasi schon ein paar Punkte beachten. Und das möchte ich jetzt gerade mit euch, mit Ihnen gemeinsam einmal studieren, ganz entsprechend diesem reformatorischen Prinzip. Ubi et quandum visum est Deo, das heißt übersetzt, wie und wann Gott es will. War ein wichtiges Wort, was die Reformatoren verwendet haben über Gottes Wirken. Gott handelt, wie und wann er möchte. Das hat er sich vorbehalten. Wir gehen diese 5 Punkte durch. Wir gehen einmal in die Vorgeschichte, der große Tiefschlaf, das Morgengrauen, das große Erwachen. Erweckung hat Eifer, Erweckung hat Anfechtung und Erweckung hat Erben. Und wir starten mit dem ersten Punkt, die Vorgeschichte. England war der geistige Zustand, muss man sich vorstellen, so dass 664 die römisch-katholische Kirche in der Synode von Whitby die Oberhand in England bekam. Und es hat immer wieder einzelne Personen gegeben in den folgenden Jahrhunderten, die sich der katholischen Kirche dann entgegengestellt haben, quasi als Vorreformatoren. Wir kennen meistens den vorreformatorischen Oxforder Gelehrten John Wycliffe aus dem 14. Jahrhundert, der und seine Nachfolger, die ihn begleitet haben, die Lullaben, die hatten damals auch in England schon den Katholizismus quasi freigelegt und auch sich dagegen aufgestellt. Allerdings gibt es einen ganz konkreten Zeitraum, wo es in England einen Bruch gab, der nicht so wie in Deutschland verlaufen ist unter Luther, der ist ein bisschen anders verlaufen. Da möchte ich euch gerade mal mit reinnehmen. Und ich möchte euch empfehlen, ich habe kein Handout, keine Sorge, das muss keiner vorlesen, aber ihr könnt diese Timeline, das ist, kann man wörtlicher rein skalieren. Ich habe einfach im Rahmen meiner Kirchengeschichtsvorlesung eine Timeline gemacht von quasi Neuen Testament bis zu unserer heutigen Zeit mit wichtigen christlichen Personen, aber auch nicht christlichen, also Denker generell, um einfach ein bisschen die Kirchengeschichte besser zu verstehen. Und ich werde an zwei Stellen darauf eingehen. Wenn ihr das für euch persönlich, vielleicht für euer Studium oder wie auch immer mal verwenden möchtet, könnt ihr einfach auf dem YouTube-Kanal von mir dann ab nächste Woche finden, wo ich das dann auch mit reinstelle, und zwar unten in dieses Kommentarfeld. Und wir nehmen jetzt gerade mal diesen Ausschnitt raus. Hier oben steht der Name George Whitefield. Ja, also wir sind hier im 17. Jahrhundert und wir
gucken da nachher nochmal ein bisschen näher rein. Wir gehen nochmal ganz kurz hier zurück. Der Beamer löst es jetzt nicht so gut auf, aber ich erläutere es euch, auf was es mir ankommt. Und zwar genauer gesagt auf diese Ebene hier. Wir befinden uns mitten im 16. Jahrhundert und Henry VIII, der Achte, war dort König. Und es gab eines Tages einen Bruch mit der katholischen Kirche. Und wir müssen es einfach verstehen, um dann auch Whitfields Zeit zu verstehen. Der König Henry VIII hatte eine Frau namens Katharina von Aragon und die hatten eine Tochter, Mary, aber keinen männlichen Thronerben. Das war für ihn ein Problem. Er wollte unbedingt einen männlichen Thronerben und hat den Papst darum gebeten, wäre das nicht möglich, dass ich mich scheiden lassen kann und dann quasi eine andere Frau hole und dann entsprechend einen Thronerben bekommen. Und der Papst hat das verneint und von da an hat sich der Henry abgesagt von der katholischen Kirche und ihn selbst als König zum alleinigen Kopf der englischen Kirche gemacht. Und das ist quasi der Moment, wo Church of England entstanden ist, also die anglikanische Kirche, wem das ein Begriff ist. War das gerade eine Streckung bei dir? Bitte? Du hast nicht gestreckt, ne? Okay. Nee, aber okay. Wenn man darf sich zwischendurch mal melden, wenn man fragt. Kann man probieren, ja. Einige Jahre nach diesem Bruch fügt es sich, dass Henry dann seine verstoßene Tochter Mary, also sie wurde dann quasi doch noch Königin. Man nannte sie auch später dann The Bloody Mary. Das ist jetzt nicht ein Getränk, also wenn ihr das eingibt, dann werdet ihr das eher als Getränk finden. Aber sie wurde dann eine Thronerbin, die eine Schreckensherrschaft auswirkte, immer im Bereich von 1553 bis 58. Also das ist quasi jetzt hier so in dieser Region. Wir sehen hier oben Heinrich VIII, hier oben Bloody Mary, wie lange sie hier ungefähr gelebt hat. Und sie katholisierte dann wiederum England und nahm es für sich zurück und in ihrer Schreckensherrschaft 800 Pastoren widersetzten sich gegen sie und wurden deshalb aus ihrem Amt enthoben. 800 Stück flohen zum Teil nach Frankfurt, nach Genf. Über 275 Pastoren wurden hingerichtet und besiegelten ihren Glauben, ihren reformatorischen Glauben mit ihrem Blut. Und es gibt ein sehr spannendes Buch, Fox's Book of Martyrs, wer sich mal mit dieser Zeit beschäftigen möchte, sehr bewegend. Der nimmt auch die frühen Christen mit durch, wo einfach die Märtyrergeschichte erläutert wird. Und er beschreibt da auch einiges sehr Interessantes dazu, was ich sehr empfehlen kann. In genau dieser Zeit kam es dann zur Gründung der Puritaner, vielleicht auch manchen Begriff. Puritaner, also sie reinigten sozusagen die Kirchen oder wollten sie reinigen von diesen ganzen katholischen Anhängsel. Und man kann es nicht genau jetzt datieren, aber man kann es ungefähr einordnen. Also der englische quasi Reformationszeitraum ist mit in Verbindung zu setzen mit den Puritanern, was ich eben dann auch hier weit hinausstreckte, im 17., teilweise auch noch ein bisschen später, Jahrhundert. Und zu den Puritanern gehört im Übrigen auch Jonathan Edwards, ein Zeitgenosse von Whitfield. Der wird auch mit zu den Ausläufern der Puritaner noch genannt. Die setzten sich also gegen diese ganze katholische Macht, die durch Bloody Mary mit eingeführt wurde. Und obwohl es eine Hochzeit gab im 17. Jahrhundert unter den Puritanern, gab es dann eben entsprechend auch zum Ende des 17. Jahrhunderts eine Erstarrung. Die Folge war Orthodoxie in der anglikanischen Kirche und eine Verwahrlosung der Gesellschaft Englands. Wir müssen uns daran erinnern, dass Anfang des 18. Jahrhunderts die Aufklärung um sich griff. Also wenn wir mal ein bisschen hier schauen, wer hier zum Beispiel zur Zeit von George Whitefield hier auch noch lebte. Jean-Jacques Rousseau sehen wir hier, David Hume, dann gut Benjamin Franklin, jetzt kein klassischer Philosoph hier, Voltaire haben wir zum Beispiel. Und hier zum Beispiel vorne an, wo haben wir ihn? Baruch de Spinoza, das ist einer, der auch quasi einen Raum weiter eigentlich gehört, der mit der Bibelkritik zusammenhängt. Und das war quasi alles hier in und um George Whitefields Zeit. Ende des 18. Jahrhunderts, sorry, des 17. Jahrhunderts, kam es dann eben entsprechend zu dieser Erkaltung, Erstarrung, trotz der Puritaner. Tja, es war zu einer toten Kirche gekommen. Oder um es mal mit Whitefields Worten zu sagen, so wie Gott einer Nation oder einem Volk keinen größeren Segen erteilen kann, als ihnen gläubige, aufrichtige und rechtschaffende Priester zu geben, ist das größte Unheil, das Gott möglicherweise über ein Volk dieser Welt bringen kann, wenn er es geistlichen Führern überlässt, die blind, eigensinnig, weltlich gesinnt, lau und unwissend sind. Tja, die Mehrheit der Geistlichen waren verweltlicht und scherten sich nicht mehr um das christliche Bekenntnis. Sie kannten es kaum noch, sie jagten, sie schossen, sie trafen sich zum Trinken, bebauten, sie fluchten. Der Gin war in, also Wacholderschnaps. Und das ist interessant, man sieht hier so mal in dieser Darstellung ein bisschen, kann man vielleicht ein bisschen schwer erkennen, aber so eine Zeichnung aus dieser Zeit, wo sich alles Treiben auf der Straße befand. Die Gefängnisse waren überfüllt, dementsprechend herrschte eine nahezu unkontrollierte Kriminalität. Jedes sechste Haus war damals ein Schnapsladen.
Also der Gin war im wahrsten Sinne des Wortes in mit zwei N. Die wenigen nüchternen Bürger banken um den Fortbestand der Nation. Die biblische Lehre der Wiedergeburt war kein Thema. Durch die politischen Verstrickungen der Kirche und Anpassung an den Mainstream war das Salz fade geworden. Ja? Das Licht des Evangeliums war in unzähligen Kirchen erloschen. Und genau dieser Situation gefiel es jetzt Gott, eine Erweckung zu wirken, da wo man es am wenigsten erwartet hat. Und ich möchte an dieser Stelle nur das einmal nennen, dass die Zeit damals doch gewisse Parallelen zu uns heute hat. Es herrscht der sogenannte evangelikale Chaos, Ökumene und Postmoderne regieren. Man muss kilometerweit fahren, um eine bibeltreue Gemeinde zu finden, wo es echte Auslegungspredigt gibt. Die Verweltlichung der protestantischen Kirche ist offensichtlich, da sie sich nur noch mit Flüchtlingsfrage, Klimafrage, Corona-Problematik dreht. Menschen fahren in die Hölle und überall hört man Hauptsache gesund. Man hört kirchliche Größen in Zeitungen und Nachrichten über politische Fragen reden, aber nicht mehr darüber, dass man von Neuem geboren werden muss, um in das Reich Gottes zu kommen. Ich denke, das ist schon erschreckend, wenn wir dann in genau das 17., 18. Jahrhundert schauen, wie die Parallelen dazu sind. Aber genau dort gab Gott jetzt das Great Awakening und krempelte das Land England einmal komplett um. Es ist interessant, wenn wir das studieren, liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, dass genau durch diese Erweckung, die Gott gewirkt hat, das englische Pendant zur blutigen französischen Revolution vermieden wurde. Was Gott gewirkt hat durch diese Erweckung. Wir fragen, wer hat dafür gesorgt? Gut, klar, Gott. Aber wer hat diesen Wandel mit quasi beigeführt? Es wurde ein Buch verfasst, das auch weite Verbreitung fand. England vor und nach Wesley. Aber es gibt kein Buch unter dem Titel England vor und nach Whitfield. Ein solches Buch existiert nicht. Das ist eine krasse Unterschlagung. Der Mann, der am Anfang jener Erweckung stand, hieß nicht John Wesley, sondern es war George Whitfield. Benedikt Peters schreibt in einer sehr zu empfehlenden Biografie, die ich mehrmals schon gelesen habe und auch gerne wieder lesen möchte, weil sie belebend ist, so wie Spurgeon vorhin schon geschrieben hat, möchte ich euch sehr ans Herz legen. Und Benedikt Peters schreibt dann, der junge Whitfield war durch seine Predigten, die London wie schmetternde Fanfarenstöße aufgerüttelt hatte, bereits in aller Munde als Wesley, noch immer resigniert und in sich gekehrt mit seinem gewissen Rang und noch keinen Frieden mit Gott kannte. Whitfield war es, der im Freien zu predigen anfing. Wesley musste lange von diesem gedrängt werden, bis er sich endlich auch dazu überwinden konnte. Whitfield begann als erster die unzähligen Gläubigen, die sich unter seiner Verkündigung bekehrten, in Societies, sogenannte Gemeinschaften, zusammenzufassen, wie sie sich von den später mit Wesley identifizierten Bewegungen nicht mehr wegdenken lassen. Und Whitfield war es, der Schulen für Arme zu eröffnen und Waisen eine Heimat zu bereiten begann. In allem ist Wesley der Zweite, der Nachfolgende, der Erbe. Und jetzt gehen wir einmal zum nächsten Schritt hinein. By the way, Gin Inn, das hier ist übrigens bei uns in Hannover gewesen. Ich weiß nicht genau, ob das auch diesem Gin von damals entspricht. Hier haben wir diese beiden Personen einmal, George Whitfield, John Wesley. Und wir gehen zum nächsten Punkt, das Morgengrauen des großen Erwachsens. Wir befinden uns in einer Stadt, wie es sie damals zuhauf gab, 1714, England. Gloucester, seht ihr, wo das ungefähr in England liegt. Rechts nochmal eine Zeichnung ungefähr von. Und eine ganz klassische Stadt der damaligen Zeit. Wir sind in einer Kneipe. Dort wurde Whitfield 1714 geboren. Geboren in einer Bar. So wuchs er als Zapfgeselle auf. Er war das siebte Kind von sieben. Seine Zeitgenossen waren denkerische Aufklärer. Ich hatte vorhin schon kurz hier gesprochen, habe es hier nochmal dargestellt. Wir sehen hier nochmal die Lebensspanne von Whitfield und dann eben die Überschneidungen mit Hume, mit Voltaire, mit Händel übrigens auch, mit Johann Sebastian Bach übrigens auch, aber hier auch schon mit Kant, Lessing und bestimmt noch einige mehr, die wir aufführen könnten. Er starb mit 55 Jahren. Er hat nicht lange gelebt, aber wir würden sagen kurz und heftig. Seine Eltern waren Gastwirte und er übernahm diesen Gastbetrieb tatsächlich anderthalb Jahre auch. Sein Vater starb relativ früh, als er zwei Jahre war. Und von seiner Kindheit wissen wir nicht viel, außer dass er in der anglikanischen Kirche aufwuchs. Mit 18 ging er dann nach Oxford und arbeitete dort als Servitor, ein Studentendiener. Der war also quasi Schuhputzer, hat sich dort um das Aufräumen der Zimmer gekümmert. Schöne Sache, wenn man da jemanden zu hat. Und hat als Lohn dann Schulbücher bekommen, teilweise auch eben mal einen Heller, also ein bisschen Bezahlung. Und später ließ er sich dann als Priester der anglikanischen Kirche ausbilden.
Whitfield schielte mit einem Auge, das merkt man meistens bei den Bildern nicht. Bei dem Bild hier kann man das schon eher ein bisschen mehr erkennen. Er schielte mit einem Auge. Deshalb machten sich manche auch lustig über ihn und nannten ihn später auch Dr. Squintum, also Dr. Schielus könnte man ihn übersetzen. In Oxford lernt er dann die Gebrüder John und Charles Wesley kennen, die damals schon den Heiligen Club, also den Holy Club, gegründet hatten, der so ein bisschen eine Verbindung zu dem Pietismus nach Deutschland auch hatte. Und er war bewegt von ihrer Hingabe, von ihrer Disziplin und Selbstkasteiung, wollte da auch beitreten. Kam hin, sagte, will auch mitmachen und kommt dazu, fügt sich ein. Und es war jetzt aber Gott oder Whitfield von Gott vorbehalten, dass Whitfield als erster von diesem sogenannten Holy Club das Licht der Neugeburt erfahren sollte. Man kann seine Bekehrung vielleicht mit der von Luther beschreiben. Luther war wie Whitfield einer, der in der übelsten Selbstkasteiung gelebt hat, der selber auch gesagt hat, mit seinem Mönchtum es so weit getrieben hat, dass eigentlich kein anderer Mönch dahin kam. Ähnlich war es wohl auch bei Whitfield gewesen. Und beiden haben echt eine sehr ähnliche Bekehrung, wenn wir das jetzt einfach mal von der Biografie her betrachten. Währenddessen zum Beispiel die Zeitgenossen Jonathan Edwards jetzt eher eine andere Laufbahn, sage ich mal, hatten. Also Jonathan Edwards war eher so wie Calvin, hat jetzt nicht so eine radikale Bekehrung aufzuweisen, aber war trotzdem auch ein brennender Prediger. Und wir hören und lesen von Whitfield, dass er seine Askese so stark trieb, dass er eines Tages fast zusammenbrach. Hatte 6 Wochen lang nichts als Schwarzbrot und Salbeitee getrunken. Tja, und dann kam es dazu, dass eines Tages ihm Gott die Augen öffnete. Als er merkte, dass es keine heiligen Übungen sind, dass nichts davon ihm den echten Frieden schenken kann, schenkte Gott ihm die Gabe des ewigen Lebens. Und er erfuhr seine Bekehrung mit 21 durch ein Buch, das Wesley interessanterweise ihm gegeben hat. The Life of God in the Soul of a Man, also das Leben Gottes in der Seele eines Mannes oder eines Menschen von Henry Scougal. Und das ergriff ihn. Und Whitfield schreibt einmal, als er das las, dieses Buch: Gott zeigte mir, dass ich von Neuem geboren werden oder verdammt werden muss. Ich erfuhr hier, dass man in die Kirche gehen, Gebete aufsagen, das Sakrament empfangen kann, ohne ein Christ zu sein. Wie brachte das mein Herz in Wallung? Ich fühlte mich wie ein verarmter Mann, der es nicht wagt, in seine Buchhaltung zu schauen, aus Angst, er müsste sein Bankrott feststellen. Soll ich dieses Buch verbrennen? Soll ich es wegwerfen? Oder soll ich es zu Ende studieren? Shall I burn it or buy it, sagt er. Ich hielt das Buch in den Händen und redete zum Gott des Himmels und der Erde. Herr, wenn ich kein Christ bin oder wenn ich kein echter Christ bin, dann zeig mir um Jesu Christi willen, was Christentum ist, damit ich am Ende nicht verdammt werde. Dann heißt es weiter, Gott zeigt es mir bald, denn als ich etwas weiter unten las, wahre Religion ist die Gemeinschaft der Seele mit Gott und das Gestaltnehmen Christi in uns, schoss ein Strahl göttliches Lichts unmittelbar in meine Seele. Er begann von da aus, die Bibel ganz neu zu studieren, begann auf den Knien zu beten und die Bibel zu lesen und Gottes Nähe zu suchen, auf eine total andere Art und Weise als vorher, weil er plötzlich merkte, dass Gott ihm dieses neue Leben geschenkt hatte. Und hier haben wir ein wichtiges Prinzip, was zur Erweckung gehört. Ein Kennzeichen erweckter Menschen ist, dass Menschen die Wiedergeburt erfahren und damit verbunden die Augen für Gebet und für Gottes Wort geöffnet bekommen. Steve Lawson schreibt über Whitfield: Whitfield widmete sich Gott im aufrichtigen Gebet. Durch die Zeit, die er auf den Knien verbrachte, wurde sein Herz für Gott weiter abhängig und auferbaut. Das Geheimnis seines öffentlichen Wirkens in der Erweckung, was ich später noch beschreibe, lag nicht in erster Linie in seinem lebhaften Wortschatz, seinen dramatischen Fähigkeiten oder seiner Oxford-Ausbildung. Die wahre Quelle der Kraft in seiner Predigt lag weit tiefer. Sie wurde hinter verschlossenen Türen freigelegt, und zwar alleine in der Gemeinschaft mit Gott. Ich finde das sehr bewegend, wenn man das einmal so liest und auch ihn studiert. Und wir haben vorhin schon die Buchvorstellung von Ian Bounds gehört. Ich habe tatsächlich dasselbe Zitat, was Jonas vorhin vorgelesen hat, hier auch nochmal mit eingebaut, und ich erlaube mir, es nochmal zu zitieren. Jeder Prediger oder auch Mitarbeiter, der das Gebet nicht zu einem mächtigen Faktor seines eigenen Lebens und seines Dienstes macht, ist ein schwacher Faktor in der Reich Gottes Arbeit. Er ist kraftlos im Hinblick auf die Führung der Sache Gottes in der Welt. Erweckung geht einher mit einer engen Verbindung zwischen Gebet und zwischen Gottes Wort. Und es bewirkt, dass sich der stolze Mensch vor Gott beugt, dass er sich reinigen lässt, dass er um Vergebung bittet und dass er bereit ist, auch für andere zu beten und Fürbitte zu leisten. Interessanterweise ist das, was uns häufig müde macht, das Gebet.
häufig das Mittel, wo Gott auch mit durch Erweckung schenken kann. Whitfield benutzte in einer Predigt einmal das Bild der Ähren, die Gott ehren. Welche Ähren ehren den Bauer? Es sind nicht die Spitzen, die Stolzen, die leichtfertig hoch in die Höhe schießen. Es sind die Gebeugten, die Geknickten, diese viel Frucht haben. Wir Menschen im 21. Jahrhundert, die wir mit einem Tastendruck, mit einem Mausklick so viel tun können, müssen neu zu dieser Erkenntnis kommen, dass wir nichts tun können ohne Gott. Und wir gucken jetzt einmal, was Gott durch Whitfield getan hat, indem wir drei Punkte uns näher anschauen, studieren. Wir schauen nämlich zu dem ersten Punkt, Erweckung hat Eifer, danach Erweckung hat Anfechtung und Erweckung hat Erben. Wir kommen als erstes mal zum Eifer der Erweckung. Nach seiner Ordination von Whitfield in der anglikanischen Kirche begann er seinen Predigtdienst in England und erweckte durch seine evangelistische Predigt ca. 1737, ging er auf die Kanzeln und zog durch sein Auftreten und durch seine Beredsamkeit mit Sicherheit auch, aber auch durch seine klare Verkündigung tausende Menschen an. Es war eine neue Erscheinung in der Church of England, wenn man sich mal vorstellt, dass vorher einfach, die ganzen Menschen sich versammelt haben, und wenn sie sich versammelt haben, dann haben sie eigentlich alles andere gemacht, außer zu predigen oder über Gottes Wort zu sprechen. Jetzt stand plötzlich da so ein Jungspund auf, fängt an zu predigen. Und es gibt einen Zeitgenossen, Benjamin Franklin, der übrigens auch auf der 100-Dollar-Marke zu finden ist, der einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten war, der beschreibt einmal so ein bisschen die Umgebung in der Zeit, wo Whitfield auch predigte, und schreibt: Für mich war es ein Gegenstand interessanter Spekulation, den außerordentlichen Einfluss seiner Redekunst auf die Zuhörer zu beobachten und festzustellen, wie sehr sie ihn bewunderten. Wiewohl er ihnen nicht geradezu schmeichelte, indem er sagte, sie seien ihrer Natur nach halb Tier, halb Teufel. Es war wunderbar, und als baldigen Veränderungen im Benehmen unserer Mitbürger zu sehen, nachdem sie gegenüber diesen Dingen zuvor gedankenlos oder gleichgültig gewesen waren, schien es, als ob die ganze Welt religiös werden wollte, dergestalt, dass man abends nicht mehr durch die Stadt spazieren konnte, ohne in jeder Straße, in mehreren Familien, den Gesang geistiger Lieder zu hören. Alle Augen waren auf diesen Mann gerichtet. Seine Beliebtheit in Bristol und London war so groß, dass es gefährlich wurde. Seine Stellung war wirklich gefährlich an dieser Stelle. Die Beliebtheit hätte ihn schnell von abbringen können von dem rechten Weg, aber seine Haltung, und das finde ich spannend, er schreibt genau aus dieser Zeit in seine Tagebücher. Journals hat er später noch veröffentlichen lassen. Ich wünsche nur, ich könnte mich tief genug erniedrigen, damit ich passender werde für den Hohen und Erhabenen, der die Ewigkeit bewohnt, sodass er durch mich wirken kann. Ich bin ein stolzer, anmaßender Wurm, aber meine Hoffnung richtet sich auf Gott, dass er mich zu seiner Zeit dem Bild seines geliebten Sohnes gleichgestalten werde. Kurz nachdem er diesen kräftigen Zufuhr an Menschenmassen auch erfuhr, ging Whitfield nach Nordamerika, nach Neuengland, wie es damals genannt wurde, nach Georgia. Eine erst kürzlich erschlossene Kolonie wollte dort als Missionar hin. Und zwar hat ihn sein Freund John Wesley zu angetrieben und eigentlich ja auch eingeladen. Ist sehr interessant, beide haben viel voneinander gelernt, wie wir später noch sehen, oder wenn man das Leben von Wesley studiert, merken wir, dass Wesley durch Whitfield angeregt wurde, im Freien zu predigen. Aber Wesley hat wiederum Whitfield geprägt, indem er ihn quasi nach Amerika gezogen hat und indem er ihm auch dieses besondere Buch geschenkt hat, wo er dann zum Glauben kam. Und Whitfield unterwegs nach Amerika. Wesley war dort 2 Jahre lang gewesen in Amerika. Mühsame Arbeit, und das war es für ihn. Er war dann nie mehr in Amerika gewesen. Der hat aber Whitfield dafür quasi die Brücke gebaut, sodass Whitfield die Arbeit dort mit übernahm und ein enormes Brandfeuer entzündete. Er zog dort hin und her, predigte die Neugeburt, und das kam eines Tages mal dazu, dass ihm eine Frau begegnete, die sagte: Wieso sprechen Sie denn immer wieder von, man müsse von Neuem geboren werden? Liebe Madame, weil Sie von Neuem geboren werden müssen, war seine Antwort gewesen. Er trat seine erste Reise 1738 an. Es war damals keine leichte Reise, die man mal kurz ein paar Stunden oder ein paar Tagen macht. Es waren Monate teils. Es war eine gefährliche und demütigende Reise. Er war beraten, Sturm, Hunger, Krankheit, Angst ausgesetzt. Und es war ein krasser Gegensatz zu dem, was ihn in England begleitet hatte. Ganze 3 Jahre seiner 55 Lebensjahre hat Whitfield im Schiff verbracht. 3 Jahre. 13 Schifffahrten. Das kann man sich mal überlegen, wo er starb. Die Antwort wäre in Amerika. Es gab viele, die ihm davon abrieten, sagten: Hey, du kannst doch jetzt nicht, wo hier dieses Feuer so ist, kannst du doch nicht jetzt nach Neuengland gehen. Bleib doch hier.
Aber die Einsamkeit auf hoher See ließ ihn weiterreifen. Seine Opponenten, die ihn daran hindern wollten, sagte er: Wer nicht willens ist, sich auf Gottes Geheiß hin zu verbergen, so wie er zuvor im Licht der Öffentlichkeit gestanden hat, verdient nicht, ein Christ zu heißen. Whitfield wusste, dass Gottes Hochschulen Tiefschulen sind. Und man erinnert sich an dieser Stelle, der Mann ist 24 Jahre alt. Diese Weisheit war nicht oberflächlich. Das war gereift, durch den Heiligen Geist geprägt, durch Gottes Wort geprägt. In Amerika angekommen, zog er jetzt von Ort zu Ort und wir fragen ihn einfach mal, was er dort machte. Er sagt selber, wenn er mich fragt, wie es mir geht, sage ich, ich bin glücklich. In Jesus, der Herr, ist meine Gerechtigkeit. Wenn er mich fragt, was tue ich, antworte ich, ich jage in den amerikanischen Wäldern nach armen Sündern. Und das tat er auch. Lassen Sie uns an dieser Stelle mal einen kurzen Blick auf seine Rednergabe werfen. Er predigte stets nach dem Motto: Predige, als wäre es dein letztes Mal. Er rang mit den Hörern und sagte: Wenn ihr nicht über eure Sünden weint, dann wird Whitfield für euch weinen und es tun. Es gibt ein arabisches Sprichwort, das heißt, der ist der beste Redner, der Menschenohren in Augen verwandeln kann. Und diese Gabe hatte Whitfield. Und ich möchte einfach mal eine kleine Stelle vorlesen aus der sogenannten Regenbogenpredigt. Die Whitfield hielt. Nichts in der Erscheinung dieses bemerkenswerten Mannes ließ darauf schließen, dass ein Felix vor ihm erzittern würde. Zunächst war an ihm weniges erkennbar, das nach innerer Glut und Begeisterung aussah, aber er geriet allmählich in Fahrt und sein Herz wurde entfacht und seine Gebärden wurden ungestüm, bis er alles um sich herum vergaß und gleichsam vor dem Thron des Ewigen zu knien und verzweifelt um die Seelen seiner Mitmenschen zu ringen schien. Er begann mit einem Gebet. Nachdem er sein Gebet beendet hatte, blieb er noch lange Zeit schweigend auf den Knien, und so gewaltig hatte sein Gebet auch die Verstocktesten unter den Zuhörern berührt, dass sich eine Grabesstille über die ganze Versammlung legte. Bevor er mit seiner Predigt begann, zogen bereits dunkle Wolken am Horizont auf und verdüsterten den klaren Morgenhimmel. Die drohenden Vorboten des herannahenden Sturmes hüllten das Versammlungshaus in trübe Düsternis. »Seht, welch ein Sinnbild des menschlichen Lebens!« rief er, während er auf einen vorbeihuschenden Schatten zeigte. Er zog in einem Augenblick vorbei, verhüllte die Klarheit des Himmels und fort ist er. Und wo werdet ihr stehen, meine Lieben, wenn euer Leben wie jener Schatten vorbeigehuscht ist? Meine liebe Freunde, ich sehe, wie ihr zu tausend sitzt und eure Blicke auf den unwürdigen Prediger heftet. In wenigen Tagen werden wir alle vor dem Richterstuhl Christi widerstehen. Dann werden wir zu jener unermesslichen Versammlung gehören, die schweigend vor seinem Thron stehen wird. Jedes Auge wird den Richter sehen, und mit einer Stimme, dessen Ruf ihr ertragen und beantworten müsst, wird er euch fragen, ob ihr darum gerungen habt, durch die enge Pforte einzugehen, ob ihr Gott über alles ergeben wart, ob eure Herzen ihm gehörten. Mein Blut erstarrt mir in den Adern, wenn ich daran denke, wie viele von euch dann gerne eingehen möchten, aber es nicht mehr können. O, ihr verlogenen und hohle Christen, was wird es euch nützen, dass ihr vieles getan haben mögt, dass ihr in den Heiligen Schriften gelesen, lange Gebete gesprochen habt, dass ihr eure religiösen Übungen befolgt habt und in den Augen der Leute als heilig erschienen seid? Was wird euch all das helfen, wenn ihr nicht Gott über alles geliebt, sondern euch mit dem Gedanken geschmeichelt habt, eure guten Taten, die nur besudelt und unheilig waren, würden euch einen Ehrenplatz im Himmel sichern? Und ihr Reichen, wozu häuft ihr eure Silber auf? Wozu zählt ihr täglich euer Gewinn, die ihr mit eurer Habsucht den Herrn jeden Tag neu ans Kreuz schlagt? Wehe, die ihr zu arm sein werdet, um einen Tropfen kalten Wassers zu kaufen, wenn ihr zusehen müsst, wie euer gehätscheltes Söhnchen mitsamt seinen Wagen auf allen Kissen und Polstern in die Hölle gefahren wird. O Sünder, bei allen euren Hoffnungen auf Glückseligkeit, ich flehe euch, tut Buße. Reizt nicht den göttlichen Zorn, lasst nicht die ewigen Flammen gegen euch entfacht werden. Schaut da, rief der Prediger leidenschaftlich und zeigte auf den herniederfahrenden Blitz. Ein zorniger Blick aus den Augen des Ewigen. Und hört, fuhr er fort, und hielt einen Finger gebietend in die Höhe, als der Donner krachend niederging, die Stimme des Allmächtigen, der in seinem Zorn vorübergeht. Als der Donner verhallte, schlug Whitfield seine Hände vors Gesicht und fiel auf die Knie, wie im Gebet versunken. Der Sturm verzog sich rasch, die Wolken teilten sich und die Sonne warfen den gewaltigen Friedensbogen quer über den Himmel. Da stand der Prediger auf, zeigte zum Himmel und rief: Schaut den Regenbogen, rühmt den, der ihn gemacht hat. Welche Schönheit, welche Klarheit! Er säumt den Himmel mit Herrlichkeit und die Hände des Allerhöchsten
haben ihn gespannt. Ein weiteres Beispiel, jetzt mal im Hinblick auf seine Redegabe, Redekunst, was wir von Benjamin Franklin überliefert bekommen haben. Franklin beschreibt: Mr. Whitfield warb um Unterstützung für sein Liebeswerk, hat ein Waisenhaus errichten wollen und machte große Sammlungen, denn seine Redekunst hatte eine wundersame Macht über Herz und Geldbörse der Zuhörer, wie ich selbst an mir erfahren musste. Ich hatte nichts gegen sein Vorhaben, aber ich hatte ihm vorgeschlagen, er solle die Waisen nach Philadelphia bringen und sein Haus hier errichten. Anstatt man Arbeiter und Werkstoffe unter großem finanziellem Aufwand das schlecht erschlossene und abgelegene Georgia senden sollte. Aber er war entschlossen, an seinem ursprünglichen Projekt festzuhalten und verwarf meinen Rat und ich verweigerte ihm deshalb meine Unterstützung. Wenige Tage später traf es sich, dass ich einer seiner Predigten zuhörte. Und als ich merkte, dass er die Absicht hatte, mit einer Kollekte zu schließen, nahm ich mir stillschweigend vor, dass er von mir nichts bekommen sollte. Ich hatte eine Handvoll Kupfermünzen in der Tasche, 3 oder 4 Silberdollars und 5 Golddukaten. Während er fortfuhr, wurde ich langsam weich und beschloss, ihm mein Kupfer zu überlassen. Nach einem zweiten Streich seiner Redekunst schämte ich mich meiner Engherzigkeit und beschloss, ihm das Silber zu geben. Er schloss seinen Aufruf in solch bewundernswürdiger Manier, dass ich ihm mit meinen Taschen meine ganzen Taschen in den Kollektentopf leerte, mitsamt dem Gold. Ein anderes Mitglied unseres Clubs war auch dabei und er hatte vorsichtshalber seine Taschen zu Hause geleert, bevor er kam, denn er teilte meine Ansicht über das Projekt in Georgia. Gegen Ende seiner Rede verspürte er aber einen so starken Drang, etwas zu geben, dass er sich an den nächstbesten Mann wandte, er möge ihm dazu doch etwas leihen. Es traf sich aber so unglücklich, dass er sich ausgerechnet an den vielleicht einzigen Mann in der ganzen Menschenmenge wandte, der die Festigkeit hatte, vom Prediger unberührt zu bleiben. Seine Antwort war: Jederzeit, Freund Hopkins, würde ich dir borgen, was du brauchst, aber jetzt nicht, denn mir scheint, dass du im Augenblick nicht mehr ganz bei Verstand bist. In Amerika lernte Whitfield dann Jonathan Edwards kennen. Ein klassischer Puritaner noch, und auch Edwards kämpfte gegen den Schlaf der Kirche. Und es war eine große Ermutigung, als dann Whitfield zu ihm kam. Und Whitfield predigte dann bei Jonathan Edwards. Und Jonathan Edwards hält dann Folgendes fest: Mr. Whitfield kam ungefähr in der Mitte des Monats Oktober 1740 nach Northampton und hielt 4 Predigten im Versammlungshaus. Die Zuhörerschaft wurde durch jene Predigt in außerordentlicher Weise bewegt und gebeugt, wörtlich heißt es melted, also geschmolzen. Fast die ganze Gemeinde weinte. Seine Predigten passten zu unseren Umständen, indem sie berechtigten Tadel für unser Zurückfallen enthielt und in einer äußerst bewegenden und aufrührenden Weise auf Gottes große Erbarmungen verwies, die uns ermutigten, zu ihm zurückzukehren, von dem wir abgewichen waren. Unmittelbar danach war das Denken der Leute wieder mehr mit Glaubensding beschäftigt. Die Erweckung erfasste zuerst die Bekenner, an die Whitfield sich hauptsächlich wandte, aber kurz danach ergriff ein Besorgtsein um die Ewigkeit auch die Jugend. Bis Mitte Dezember war ein sehr beträchtliches Werk Gottes offenbar geworden und die Erweckung wuchs weiter. Und es wird wirklich berichtet, dass Edwards, der große Prediger, der diese Predigt gehalten hat, diese große Predigt, ein Sünder in den Händen eines zornigen Gottes, unter dieser Predigt von Whitfield selber so getroffen wurde, dass er durch die ganze Predigt wohl durchgeweint hat. Und man merkt, dass es auch ihm persönlich wirklich so nahe kam. Und Gott schenkte es, dass dort wirklich auch im Umkreis von Edwards eine Bußbewegung entstand. Und das muss man sich mal vor Augen halten. Erweckung ist gleichzusetzen mit einer Bußbewegung. Weil Menschen wirklich erkennen, wie es um sie vor Gott steht. Und das müssen Menschen erkennen und verstehen. Neulich wurde bei mir daheim eine Postkarte, oder wie auch immer das hier nennt, abgegeben, was mit Sicherheit lieb gemeint worden war. Aber ich lasse euch mal kurz vorlesen, was da drauf steht. Ein schöner Blick auf einen schönen Wald mit einem schönen See. Da steht drauf: Du bist wertvoll, Gott ist ganz aus Liebe. Ein weiteres nochmal Bild mit einer Person, die möglicherweise auch die Person sein soll, um die es hier geht. Jesus liebt dich grenzenlos, bedingungslos, in vollster Aufrichtigkeit, du bist wertvoll. Ist ja alles richtig und schön, aber wenn wir das vergleichen, was in der Zeit von dieser Erweckungsbewegung gepredigt wurde, sind das Welten, was wir heute finden, in vielen Bereichen. Aufgrund Whitfields klarer Predigt kann man sich jetzt vorstellen, dass er nicht nur Bewunderer hatte, er hatte auch Feinde.
Und in England, als er wieder zurückkam, verweigerten immer mehr Pfarrer in der anglikanischen Kirche ihm die Kanzel. Manch einer, ein Theologe, sagte, als er dann Whitfield bemerkte über seine Anwesenheit: "Es tut mir leid, dass ich euch hier treffe." Whitfield entgegnete darauf: "Dem Teufel auch." So wurde Whitfield zu einem entscheidenden Schritt geführt, weil ihm die ganzen Kanzeln quasi verboten wurden. Er ging einen Schritt weiter, nämlich nach draußen. Und zwar unter das größte Kirchendach der Welt, den freien Himmel. Und er wurde angeleitet durch einen walisischen Prediger, Howell Harris, und kam dort zu den Bergleuten, mit denen er anfing. Und das ist spannend, wie er dann dort predigt, zu diesen, in Anführungsstrichen, Geringen hingeht und ihnen das Wort Gottes verkündigt. Dann heißt es, da sie keine eigene Gerechtigkeit besaßen, die sie hätten preisgeben müssen, freuten sie sich, von einem Jesus zu hören, einem Freund der Sünder und Zöllner, der nicht gekommen war, die Gerechten zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Die ersten Anzeichen dafür, dass Gottes Geist anfing, sie zu überführen, waren die weißen Furchen, welche die Tränen auf ihren schwarzen Wangen zeichneten. Hunderte und Aberhunderte wurden ihrer Sünde überführt, was in echter Bekehrung ihren glücklichen Abschluss fand. Ich wurde hier sehr erinnert an die Berichte von Wilhelm Busch, der auch durch die schwere Zeiten ging und zu den Bergarbeitern ging und ihnen das Evangelium brachte. Erweckung ist, und das ist ein weiteres Prinzip, nicht auf soziale Ebenen, irgendwelche sozialen Ebenen beschränkt. Beginnt häufig vielmals eher nochmal bei den Geringsten. Und Whitfields Pfarrbezirk hatte sich tatsächlich so geweitet, dass er sagen konnte, die ganze Welt ist jetzt mein Parish, sagte er, also Pfarrbezirk. Whitfield predigte draußen auf den Feldern und Wiesen und Wäldern, und es waren enorme Menschenmengen, die zu ihm kamen. In seinen Journals lesen wir immer, dass er selber spricht von 10.000, 20.000, 30.000. Und man fragt sich, Moment, damals so viel? Und Benjamin Franklin, der ja etwas kritisch gegenüber Whitfield an einigen gegenüber war, wollte sich selber eines Tages mal dieser Tatsache überzeugen und hat ausgemessen, wie weit man seine Stimme hören konnte. Und er ging und ging und ging und er schätzte es auf 1,6 Kilometer, also eine Meile, war seine Stimme noch deutlich und laut vernehmbar hörbar. Und jetzt kann man das wirklich so ausrechnen, und das hat man auch in neuester Zeit gemacht durch Messungen, ohne irgendeinen Verstärker und Mikrofon, war es wirklich möglich, dass er von 10, 20 und 30.000 Menschen gehört worden war. Das heißt, es war keine Untertreibung, was er da teils auch in seinen Journals niederhielt. Und wir stellen uns vor, unsere Gemeinde, Versammlungen, wo du vielleicht 100, 200, 300 Leute hast, brauchen ein Mikrofon. Was ja gut und recht ist, aber was Gott ihm damals einfach auch an eine Stimme gegeben hat, das war auch schon eine Gabe. Im Übrigen, by the way, im Neuen Testament lesen wir, Jesus speist die 5.000. Da gehen die Ausleger auch von aus, dass es 10, 20, vielleicht auch 25.000 Menschen gewesen waren. Also die quasi mit Frauen und Kindern dabei waren. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz auf ein Buch hinweisen, was mir sehr wertvoll ist. Lieber verbrennen als verrosten. Es gibt dieses Buch nicht mehr, also es wird nicht mehr aufgelegt. Ich habe bereits im Frühjahr die Chance genutzt, da ich wusste, dass ich dieses Thema halten werde, um die ich zumindest jetzt irgendwie Amazon und eBay und sonst so weiter finden konnte, zu ergattern, dass wir quasi die heute noch anbieten können. Deshalb gebe ich sie erst nachher frei. Also wer von euch Interesse hat, die gibt es auch übrigens als PDF, sonst online, aber gibt es auch so noch als mit in diesem Cover. Lieber verbrennen als verrosten, da geht es um 6 Predigten, ausgewählte Predigten von George Whitfield, und ich empfehle es euch, das ist sehr belebend, das zu lesen und diesen Mann weiter auch zu verfolgen. Was er übrigens hielt, waren keine klassischen Auslegungspredigten, dadurch, dass er immer von Ort zu Ort ging. Also er legte nicht Bücher fortlaufend aus, was wir als klassische Auslegungspredigt verstehen. Aber doch hatte er die Kennzeichen einer Auslegungspredigt, dass er den Kontext erläutert hat, dass er den Duktus des Predigttexts herausgearbeitet hat und eine schöne Linie zum Hörer gezogen hat. Und wir fragen an dieser Stelle, was war das Geheimnis von Whitfields Eifer? Das Geheimnis von Whitfields Eifer war die beständige Nähe zu seinem Herrn. Dass er inmitten seiner Arbeitslast eine ausgewogene Balance fand zwischen Gebet und Studium in der Einsamkeit und der Verkündigung und Seelsorge in der Öffentlichkeit. Das möge uns auch eine Lehre sein, gerade wo es Menschen gibt, die sehr viel in Gemeindetätigkeiten eingebunden sind oder auch sonst viel Stress haben, eine gute Balance zu finden zwischen der Einsamkeit vor Gott und der Öffentlichkeit vor der Gemeinde oder wo man sonst noch tätig ist. Egal wie viel du geplant hast in deinem Alltag, nimm dir Zeit für Gemeinschaft mit Gott. Lass mich kurz 2 Zitaten aus diesem Gebetsbüchlein, was Jonas vorhin vorgestellt hat, noch vorlesen. Entschuldigung, wenn wir mal kurz von Whitfield abweichen, aber das passt sehr gut dazu. Henry Martin, bekannter Missionar, klagte darüber, dass Mangel an persönlichen Bibellese und
Kürze des Gebets durch unaufhörliches Predigtvorbereiten große Entfremdung zwischen Gott und seiner Seele bewirkt hatte. William Wilberforce, der Mann, der bekannt ist als der königliche Gesellschafter oder Anführer im Kampf gegen die Sklaverei, sagte: Ich muss mir mehr Zeit für Gemeinschaft mit dem Herrn nehmen. Ich lebe zu viel in der Öffentlichkeit. Die Verkürzung der privaten Andacht lässt die Seele verhungern. Sie wird mager und schwach. Ich bin abends zu lang auf. Wieder zurück zu Whitfield. Gegen Ende von Whitfields Leben im Jahr 1770 ist uns berichtet, wie Whitfield an seine Grenzen kam. Tatsächlich dann auch an sein Lebensende kam. Und einer seiner Begleiter sagte dann zu Whitfield, als er sah, dass es ihm nicht so gut ging: Mr. Whitfield, ihr gehört ins Bett, nicht auf die Kanzel. Whitfield soll darauf gesagt haben: Sir, ihr habt recht. Wandte sich dann auf die Seite und betete laut: Herr Jesus, ich bin in deinem Werk müde geworden. Aber ich bin deines Werkes noch nicht müde. Ich habe meinen Lauf noch nicht vollendet. Lass mich noch einmal gehen, um unter freiem Himmel in deinem Namen zu sprechen. Setze du dein Siegel auf deine Wahrheit. Und dann lass mich nach Hause kommen und sterben. Dann stieg er auf die Kanzel. Er stand aufrecht da. Und seine Erscheinung allein war eine kraftvolle Predigt, wie ein Augenzeuge berichtete. Er stand mehrere Minuten stumm da, unfähig zu reden. Dann sagte er: Ich will auf Gottes gnädigen Beistand warten. Denn er wird mir, das bin ich gewiss, helfen, noch einmal in seinem Namen zu reden. Dann hielt er eine seiner gewaltigsten Predigten. Ich gehe, rief er, ich gehe ein in jene Ruhe, die mir längst vorbereitet ist. Meine Sonne ist aufgegangen und sie hat mit der Hilfe des Himmels vielen geleuchtet. Und jetzt ist sie daran unterzugehen. Nein, sie ist daran aufzugehen und aufzusteigen zum Zenit ewiger Herrlichkeit. Viele mögen länger leben als ich auf der Erde, aber sie können nicht länger leben als ich im Himmel. Oh, des göttlichen Trostes, ich werde bald in einer Zeit sein, wo Zeit, Alter, Schmerz und Kummer unbekannt sind. Mein Leib versagt seinen Dienst, während mein Geist immer weiter wird. Wie gerne würde ich noch leben, um Christus zu predigen, aber ich sterbe nun, um bei ihm zu sein. 2 volle Stunden predigte er sein letztes Mal unter freiem Himmel von den Herrlichkeiten des Evangeliums, von der Gnade Gottes. Und so deutlich, dass mancher sagte, dass es seine bedeutendste und gewaltigste Predigt gewesen sein müsse. Whitfield legte bis zu seinem letzten Tag enormen Eifer an. Und ganz nach dem Motto: lieber verbrennen als verrosten. Und wir fragen an dieser Stelle noch einmal, bevor wir nachher noch mal ganz kurz auf sein Ende zurückkommen: Lief denn bei ihm auch alles gut bei dieser Erweckung? Es gab Anfechtung. Wir sehen zum Beispiel hier einmal eine Zeichnung von damals, von Dr. Squintum, also wie hier Whitfield gezeichnet ist, der Schilus, und dann, die sich eben lustig über ihn gemacht haben, über die methodistische Bewegung auch im Generellen, also auch über Wesley. Aber neben diesen Anfeindungen, die sie von außen hatten, kam jetzt auch eine Anfechtung von innen. Das gehört hier noch dazu, weil Erweckung mit Anfechtung begleitet ist. Und die Anfechtung, die gerade diese beiden, Wesley und Whitfield, betraf, waren zwei Punkte. Zum einen das Verständnis von Zeichen und Wunder. Es heißt über Wesley: 4 Personen sanken fast gleichzeitig neben Wesley zu Boden. Einer lag bewusstlos oder jedenfalls regungslos da. Ein anderer zitterte übermäßig. Der dritte wurde von Verrenkungen am ganzen Leib ergriffen, machte aber keinen Lärm, sondern stöhnte. Nur der vierte ebenso, verrenkte, schrie unter starken Tränen zu Gott. Es wird berichtet, dass Wesley sehr stark mit sogenannten Zeichen rechnete und als sie geschehen, unter seiner Verkündigung geschahen, es auch wirklich als Gottes Zeichen verstand. Er schrieb dann aber später, als er merkte, dass die Zeichen nicht genau das auswirkten, was er gehofft hatte, dass sie bewirken, nämlich dass die Menschen echte Buße tun. Er sagte: Es mag sein, dass Gott wegen unserer Herzensherrlichkeit, die nichts annehmen will, wenn es nicht mit den Augen und Ohren wahrgenommen werden kann, das zulässt, dass so viele äußerliche Zeichen geschehen, während er die innerliche Umwandlung wirkte. Aber obwohl sie Zeichen Wunder, denn so muss ich sie nennen, sahen, glaubten viele dennoch nicht. Wesley erkannte aber dann, dass das eben nicht dazu führte, wie er gehofft hatte. Und es ist interessant bei ihm auch zu studieren, dass er sich nicht von den sogenannten schwärmerischen französischen Propheten distanzierte. Und das ist auch was Wichtiges in einer Erweckungszeit, denke ich, oder generell auch, was Gemeinden für sich klären müssen, dass man zum einen für etwas eintritt, aber auf der anderen Seite auch gegen etwas eintritt. Für eine Wahrheit, aber diese Wahrheit auch abgrenzt zu Lüge und zu falschen Bewegungen. Und
Als Whitfield von diesen Begleiterscheinungen hört von Wesley, schrieb er 1739, ich kann es nicht als richtig ansehen, dass ihr diesen Krämpfen, in die Menschen unter eurem Dienst gefallen sind, zuratet. Würde ich das auch tun, wie viele würden dann jeden Abend unter meiner Predigt zu schreien beginnen? Ich glaube, dass wir Gott versuchen, wenn wir solche Zeichen fordern, dass darin auch etwas von Gott sein mag, zweifle ich nicht an, aber der Teufel, so glaube ich, drängt sich dazwischen. Ich denke, dass es die französischen Propheten ermutigen wird, die Leute vom geschriebenen Wort wegzubringen und sie mehr von Visionen, Krämpfen etc. abhängig zu machen als von Grundsätzen des Evangeliums. Wenn der Teufel fängt an, das Werk Gottes nachzuahmen, weil seine Drohungen nichts ausrichten, verstellt er sich jetzt als Engel des Lichts, um so sein Ziel noch wirksamer zu erreichen. Bruder und Bruder huldigen den Vorstellungen, dass jetzt die Macht geschenkt werde, Wunder zu wirken und dass Christus jetzt komme und das tausendjährige Reich auf Erden aufrichte. Aber ach, welche Notwendigkeit besteht, schreibt er weiter, für die Wunder wie Heilung von kranken Leibern und die Wiederherstellung Blinder, wenn wir jeden Tag sehen, wie durch die Kraft des Wortes Gottes die weit größeren Wunder geschehen. Werden denn nicht jetzt die geistig Blinden sehend? Werden nicht die geistig Toten auferweckt und die aussätzigen Seelen gereinigt? Und wird nicht das Evangelium den Armen verkündigt, wenn wir doch die Substanz dessen besitzen, zu deren Einführung solche Wunder nur gegeben wurden damals? Warum sollten wir Gott versuchen, indem wir weitere Zeichen fordern? Stellungnahme von Whitfield dazu, finde ich stark. Und interessant ist, dass über Wesley später dann gesagt wird, dass er auch dann erkannte, dass das nicht korrekt war und es doch dem Teufel zuschreiben musste, aber halt relativ spät. Und vielleicht an dieser Stelle nochmal ein Zusatz von Edwards, den wir ja schon mal genannt hatten. Er sagte zu diesen schwärmerischen Tendenzen und Bewegungen, der Teufel bremst die Menschen, solange er kann. Wenn er aber sieht, dass er das nicht mehr vermag, dann schiebt er sie mit solcher Gewalt, dass sie vornüberstürzen. Und ich denke, es ist an dieser Stelle auch wichtig zu sagen, dass Verkündigung in den Gemeinden den ganzen Menschen anspricht, den Wille, die Emotion, den Verstand. Es gehört alles zusammen, so wie es Whitfield ja auch tat. Aber die Gewichtung ist die Frage. Und Wesley gewichtete es definitiv falsch. Genau das haben wir eben auch in vielen charismatischen Kreisen heutzutage, wo nochmal ein Lied gesungen wird und nochmal der Refrain wiederholt wird und die Predigt nochmal etwas emotionaler aufgebauscht werden muss und letztendlich nur noch Gefühlsduselei wird und Menschen sich zu etwas hinreißen lassen, was sie später dann daheim, wenn sie wieder nüchtern werden, bereuen. Und deshalb wollen wir uns an dieser Stelle das auch als Warnung nehmen lassen, dass wir in der Nüchternheit bleiben, dass wir beim geschriebenen Wort bleiben und dass wir eben nicht von einer manipulativen Art und Weise der Verkündigung Gebrauch machen, wodurch, mit Verlaub, einfach Fehlgeburten entstehen, aber keine Neugeburten. Spurgeon selber sagte mal, das einzige Gefühl, das ich jemals anstrebe, ist dies. Ich will fühlen, dass ich ein Sünder bin und dass Christus mein Retter ist. Behalte deine Vision und Verzückungen und Entrückungen und deinen Tanz für dich. Das einzige Gefühl, nach welchem ich mich sehne, ist eine tiefe Buße und ein demütiger Glaube. Und ich möchte an dieser Stelle noch einen kurzen Schlenker machen zu einem Exkurs, der hierzu gehört, wenn wir gerade über Erweckung sprechen, bevor wir zu diesem zweiten Anfechtungspunkt kommen. Es gibt manche in Deutschland, die meinen, wir sind hier in einer Erweckungszeit. Richtung Augsburg, wenn ihr das Gebetshaus schon mal gehört habt, des Charismatikers Johannes Hartl, die da bis zu 10.000, 15.000 Leute zusammenkriegen in diesem ökumenischen bzw. katholischen Haus, Gebetshaus. Wo Idea auch festgestellt hat, dass ein Großteil von den Besuchern aus der sogenannten evangelikalen Bewegung kommen. Und Hartl hat jetzt für 2021 angekündigt, dass das Zimzum-Festival stattfindet. Ja? Katholisch.de sagt, da sollen 15.000 Jugendliche kommen. Zwischen, ich glaube, so 18 und 25 Jahren soll das wohl, für die soll es ausgelegt werden. Aber wenn wir das genauer studieren, was die damit vorantreiben, ist genau das auch, was Wesley damals eben unter seiner Predigt mit erfuhr. Wobei das natürlich jetzt an dieser Stelle auch nochmal der Katholizismus, der charismatische Katholizismus ist. Und dieses Zimzum-Festival, von dem ich gerade sprach, was nächstes Jahr Anfang sein wird, das ist einfach ein Begriff aus der jüdischen Mystik, der Kabbalah, die da salonfähig gemacht werden soll. Und das Krasse ist, dass CVJM, SMD und viele andere da einfach so problemlos mitschwimmen. Der zweite Anfechtungspunkt war, wir haben zum einen gesehen, diese Auseinandersetzung zwischen Whitfield und Wesley, im Hinblick auf die Zeichen und Wunder, dann aber das Verständnis von Gottes Vorherbestimmung.
Es gab den Zwiespalt auch an dieser Stelle zwischen den beiden, weil sie eine unterschiedliche Lehrmeinung hatten und das dann auch wirklich zu einem entscheidenden Bruch auch zwischen beiden für eine gewisse Zeit kam. Und ich möchte auch nochmal auf dieses Heftchen verweisen, was der Pastor vorhin angesagt hat, was unten zu finden ist, von diesem Vortrag von Benedikt Peters von der Hirtenkonferenz. Da hat er sich zwischen beiden nochmal etwas ausführlicher auseinandergesetzt, als ich jetzt hier kann. Und finde ich doch einiges sehr gut rausgearbeitet. Deshalb, wer sich da nochmal näher mit beschäftigen möchte, kann das auch da nochmal nachlesen. Wesleys Abneigung gegenüber dem sogenannten Calvinismus oder seine Bewegung war offenkundig eine Sache, die schon länger in ihm gebrodelt hatte, weil er etwas näher eben dieser Position des Arminianismus stand. Das heißt, der Mensch hat so oder so den freien Willen zu tun, zu lassen, was er möchte. Und er hätte die Bekehrung selber in seiner Hand. Und er tendierte dann auch so weit, Wesley, dass er letztendlich dazu trieb, ja, der Mensch kann doch auch sowieso dann in diesem Leben jetzt schon perfekt werden, Perfektionismus hier schon erreichen, quasi einen sündlosen Zustand. Und damit ist Wesley einer der Vorläufer der radikalen Heiligungsbewegung vom 19. Jahrhundert, die letztendlich in der Pfingstbewegung gemündet hat. Und Wesley wurde da übrigens auch bestärkt durch die Herrnhuterbewegung aus Deutschland. Und Whitfield begegnete mal einer seiner Anhänger von Wesley und sagte, also die sagte, sie habe seit 12 Monaten nicht mehr gesündigt. Ich fragte sie, ob sie irgend stolz sei. Sie antwortete nein. Ich fragte, ob sie abends je um Vergebung bete für ihre Sünden und Schwachheiten. Sie sagte nein, denn sie beginge keine Sünden. Ich sprach mit einer anderen von ihnen, die sagte, sie habe während eines ganzen Jahres weder in Gedanke noch Wort noch Tat gesündigt. Ich fragte sie, ob sie das Gebet des Herrn betete, also das Vaterunser. Zuerst wollte sie nicht antworten, sagt dann aber ja. Ich frage sie, ob sie es auf sich selbst anwende und sagen könnte, vergib uns unsere Schulden. Sie antwortete, dass sie es nicht auf sich bezieht, sondern nur auf andere anwendet. Darüber hinaus unterschied sich Wesley und Whitfield eben auch nochmal in diesem Lehrpunkt, was den Willen des Menschen betrifft. Und Wesley vertrat die Lehre, dass er nach Lust und Laune tun könne, was er möchte. Und interessant ist, wie Whitfield sich in die Reihe der Reformatoren einordnet und eben von dem vollkommenen, verdorbenen Willen des Menschen spricht. Whitfield sagt, nichts als die Lehren der Reformation vermögen, das zu bewirken, dass der Mensch erniedrigt und Gott erhöht wird, nämlich alle anderen Lehren belassen dem Menschen den freien Willen und machen ihn damit zum Teil wenigstens zu seinem eigenen Retter. Komme du, meine Seele, nicht in den geheimen Rat derer, die solches lehren. Ich weiß, dass Christus alles in allem ist. Der Mensch ist nichts. Er hat den freien Willen, in die Hölle zu fahren, aber nicht in den Himmel zu kommen. Solange Gott nicht in ihm wirkt, dass er das wolle und wirke, was Gott gefällt. Oh, wie herrlich ist die Lehre der Erwählung und des endgültigen Ausharrens der Heiligen, wie es ja auch in der Bibel steht. Ich bin davon überzeugt, dass der Mensch, solange er diese wichtige Wahrheiten nicht glaubt und spürt, nicht von sich selbst frei werden kann. Wenn er aber von diesen Wahrheiten überzeugt und von deren Anwendung auf sein Herz überführt worden ist, dann wandelt er wahrhaftig im Glauben. Nicht Furcht, sondern Liebe treibt ihn zum Gehorsam. Und es kam dann zu einem Briefwechsel zwischen Wesley und Whitfield, wo ich nur ein paar Auszüge kurz noch mitnehmen möchte. Weil man viel, denke ich, daraus lernen kann in dieser Diskussion zwischen den beiden. Und wir haben, wie gesagt, viele Journals von ihm, wo man das auch nachlesen können. Und was wir darin finden, ist, beide haben unterschiedliche theologische Standpunkte. Beide lieben die Wahrheit, beide lieben Gottes Wort, aber sind an dieser Stelle eben nicht der gleichen Meinung. Wie gingen sie damit um? Nun, es war so, dass Wesley eine Predigt hielt. Und zwar öffentlich, die ganz klar gegen Whitfield letztendlich auch dann gerichtet war. Und wir lesen einmal von dieser Zerrissenheit, wie Whitfield dann selber schreibt. Geliebter und geehrter Sir an Wesley, ich empfing euer Schreiben. Ach, dass wir einerlei gesinnt sein würden. Denn ich bin noch immer davon überzeugt, dass ihr sehr irrt. Ihr habt euch ein Ziel gesetzt, das ihr nie erreichen werdet, bis ihr in der Herrlichkeit seid. Ich denke, wenige erleben solche Kundgebungen von Gottes Gegenwart wie ich. Und das erlebe ich seit einigen Jahren. Aber ich wage nicht vorzugeben, ich würde schließlich absolut vollkommen sein. O geliebter Sir, viele von Gottes Kindern sind über eure Grundsätze bekümmert, o dass Gott euch eine Schau gewährte von seiner freien, souveränen, erwählenden Liebe. Aber reden wir nicht mehr von dieser Sache. Warum wollten
wollt ihr mich nötigen, so zu schreiben? Warum wollt ihr streiten? Ich bin bereit, mit euch ins Gefängnis, in den Tod zu gehen, aber mir widerstrebt, gegen euch aufzutreten. Mein Herz ist euch jetzt sehr zugeneigt. Ja, ich liebe euch und ehre euch. Wesley war die Freundschaft mit Whitfield bestimmt auch wichtig und auch sehr am Herzen gelegen. Allerdings veröffentlichte er entsprechend diese Predigt, wovon ich gerade noch schon kurz gesprochen hatte. Und es war eine sehr polemische Predigt, die eigentlich Römer 8, 32 auslegen sollte, aber Auslegung kann man das gewiss nicht nennen, wenn man die Predigt einmal liest. Und der beginnt mit diesen Worten: Hier pflanze ich meinen Fuß, hier ziehe ich die Frontleine zum Kampf gegen jeden, der die Prädestination an die Prädestination glaubt. Und ohne Whitfields Namen jetzt direkt zu nennen, war das für alle klar, dass er letztendlich sich auf Whitfield bezieht. Wesley übt sich dann dieser Polemik und schreibt dann seinem Bruder Charles Wesley, sagt, dass er und John durch Bristol zog, um John Calvin dort auszutreiben. Und der Riss ging so tief, dass wirklich beide dann auch getrennte Wege gehen mussten. Und das war hart. Es war hart auch vor allem für Whitfield, weil sie so eng zusammen waren. Und Whitfield schreibt dann noch einmal in seinem Brief, und ich finde es bewegend, wie er klar in seiner Sache bleibt, aber doch demütig gegenüber Wesley sich kundtut. Geehrter Sir, er hat erfahren, dass er diese Predigt gehalten hat. Ich bekenne, dass mein Geist kürzlich erregt gewesen ist, als ich von einigen eurer Handlungen erfuhr. Mein Herz ist zerbrochen. Ich bin in meiner Seele betrübt, wenn ich bedenke, in welchem Dilemma ich mich befinde. Wie kann ich den Dissenters, also den Gegnern, sagen, ich sei mit ihren Grundsätzen nicht einverstanden, ohne meine eigenen Überzeugungen zu verleugnen? Wie kann ich sagen, ich sei mit ihnen einverstanden, ohne meine geehrten Freunde zu widersprechen, den ich so zu lieben begehre, wie mein eigenes Leben? Geliebter und geehrter Sir, wenn euch irgend am Frieden in der Gemeinde liegt, dann haltet eure Predigt über die Prädestination zurück. Aber ihr habt da ein Los geworfen. Also Wesley hat losgeworfen, ob er diese Predigt halten soll oder nicht, und hat das Los entscheiden lassen. Aber ihr habt das Los geworfen. Oh, mein Herz ist in meinem Inneren zerschmolzen wie Wachs. Der Herr führe uns alle. Geehrter Sir, ich wünsche euch allen Erfolg, den ihr nur begehren könnt. Möget ihr zunehmen, während ich abnehme. Ich würde gerne eure Füße waschen. Gott ist mit uns in mächtiger Weise. Oh, ringt, geehrter Sir, in euren Gebeten, dass nicht die geringste Entfremdung in unserer gegenseitigen Zuneigung aufkomme. Euer gehorsamer Sohn und Diener in Christus, George Whitfield. Aber diese Entfremdung kam und dieser Bruch kam. Interessant ist, dass, wenn ich das mal so sagen darf, wir in Deutschland eine ähnliche Situation haben. Wer die evangelikale Szene etwas beobachtet, wird das verfolgen, diesen Twist. Und ich wage zu behaupten, dass die Diskussion in ähnlicher Art und Weise geführt wird, wie sie damals auch war. Mehr dazu, beziehungsweise ich verweise an dieser Stelle einfach auf Benedikt Peters Heft. Machen wir für ganz später. Mhm. Whitfield und Wesley gingen getrennte Wege und beide Seiten wurden von Gott gesegnet, interessanterweise. Gott hat durch Wesley Segen gewirkt, aber auch durch Whitfield. Und es ist spannend zu sehen, wie sie später wieder zusammenfanden. Wie sie später zusammenfanden und miteinander versöhnt wurden. Ich kann es jetzt nicht weiter ausführen. Ich verweise auch nochmal auf Benedikt Peters Heft. Und beiden wird die Aussage zugeschrieben. Beide wurden nämlich von ihren Nachfolgern gefragt, ja, werden wir denn überhaupt Wesley oder entsprechend Whitfield im Himmel sehen? Und beiden wird es zugeschrieben, dass sie gesagt haben, ich weiß nicht, wer es zuerst war, ich befürchte nicht, denn er, jeweils der andere, wird dem ewigen Thron so nahe sein und wir werden so weit weg von ihm sein, dass wir kaum einen Blick von ihm erhaschen werden. Ja, als Whitfield dann starb, er starb vor Wesley, Wesley lebte viel länger, hielt genau Wesley seine Grabesrede, das wollte er zur Lebenszeit. Und er wollte sich auch dort begraben lassen, wo quasi die Wesleys dann auch liegen. Und wie gesagt, bei Wesleys gab es dann später auch eine gewisse Änderung zu manchen Positionen, die sie früher sehr viel härter vertreten hatten. Und Whitfield wurde immer wieder gefragt, ob wirklich denn er seine Grabrede erhalten lassen möchte von Wesley. Und er sagte stets, yes, he's the man. Er ist der Mann. Und es ist sehr schön zu lesen, wie sie dann nachher auch gemeinsam die Predigtkanzeln einander teilten und so auch wieder gemeinsam im Reich des Herrn dienen konnten. Whitfields Leben neigte sich dann dem Ende zu. Wir sprachen schon davon und wir kommen jetzt zum letzten Punkt. Erweckung hat nämlich Erben. Als Whitfield älter wurde, wurde er dick. Das ist eigentlich jetzt ein bisschen verwunderlich, weil er sonst eher als schmale Person beschrieben wird, aber er war krank, hatte auch Asthma. Das wurde so stark, dass der Herr ihn eines Nachts entsprechend auch heimrief. Und aus seinen letzten Stunden wird uns die folgende Begebenheit beschrieben. Am letzten Abend seines Lebens begann George Whitfield die Treppen in dem presbyterianischen Pfarrhaus in Newburyport, Massachusetts, hinaufzugehen. Obwohl erst 55 er war, war er müde und schwach.
völlig verbraucht von einem Leben rastloser evangelistischer Arbeit. Mehrere Tage war er bereits so geschwächt, dass er eigentlich sein Bett gar nicht hätte verlassen dürfen. Während er aber die Treppen hinaufstieg, drängten Menschen durch die Tür, verlangend, noch einmal das Evangelium aus seinem Mund zu hören. Er blieb auf dem Treppenabsatz stehen und begann zu predigen. Da stand er, die Kerze in der Hand. Und so groß war sein Eifer, dass er weiterredete, ohne zu merken, wie die Zeit verging, bis schließlich die Kerze ein letztes Mal aufflackerte. Sie war in seiner Hand niedergebrannt und erlosch endlich. Diese Kerze war in schlagender Weise ein Sinnbild von Whitfields Leben. Ein Leben, das in einem heiligen Brennen lange strahlende Heiligkeit und Helligkeit und Wärme verbreitete, aber an jedem Abend ein letztes Mal nur noch aufflutterte und dann auch erlosch. Als Whitfield starb, sagt man, dass in Amerika, in der Kolonie Georgia, kein schwarzer Stoff mehr zu finden war, weil alle trauerten. Er hat mehrere Menschen gesehen, man sagt mehr Menschen als George Washington. Und er war im Letzten eine lebendige Predigt. Ich denke, das ist auch eine praktische Anwendung von dem Thema Erweckung. Sollte nicht unser Leben auch eine Predigt sein? Er tat es natürlich im Vollzeitdienst. Er predigte vor, man sagt, oder man hat Rechnungen hochgestellt, 10 Millionen Menschen. 80% der Kolonisten in Amerika haben ihn gesehen. Man schreibt ihm 30.000 Predigten zu, 1.000 Predigten pro Jahr. Jetzt steht nicht jeder von uns auf der Kanzel, aber sollte nicht auch unser Leben eine Predigt sein? Eine Predigt von dem Herrn Jesus Christus und seiner Wahrheit. Am Ende des Vortrags hier soll nicht sein Verdienst stehen. Am Ende des Vortrags soll der Auszug aus 1. Korinther 15 stehen. Vers 10, dort schreibt Paulus, ich denke, das können wir auch sehr wohl auf Whitfield beziehen, wenn man nachforscht und sieht, wie viele durch ihn erweckt wurden in dieser Zeit, wie zwei Kontinente erweckt wurden durch seinen gesegneten Dienst. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und Whitfield fügte zu diesem Vers hinzu, Gott gebe, dass ich nicht vergesse, dass ich erst vor kurzer Zeit ein gemeiner Zapfgeselle war in einem Wirtshaus und dass ich, wäre ich nicht durch Gottes Gnade mit unwiderstehlicher Gewalt von da herausgezogen worden, jetzt unter allen Lebenden der haltloseste Schuft wäre. Wer sind Whitfields Erben? Während Wesley die sogenannten Wesleyaner hatte, hatte Whitfield keine klassischen Whitfieldianer, wie man sie nennen könnte. Whitfield hatte zu seiner Lebzeit gesagt, der Name Whitfield soll erlöschen, wenn der Name Christi genannt und gerühmt wird. Und ich denke unter anderem auch wegen dieser Haltung, wegen diesem Zitat, ist es dazu gekommen, dass er keine klassischen Nachfolger hatte. Nicht im Sinne wie Wesley. Er hatte einen Sohn, der relativ früh dann gestorben ist, also insofern wirklich auch keine Nachkommen gehabt. Und so ist es tatsächlich gekommen, als Whitfield starb, ging die Erweckung eine Zeit lang weiter und er hatte keine eigene Bewegung gestartet, aber wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, finden wir immer wieder einzelne Lichter, wie Gott an einzelnen Orten nochmal Erweckung geschenkt hat. Und man könnte jetzt viele einzelne Männer aufzählen, ich habe euch nur jetzt hier mal ein paar hingeschrieben. Es sind Männer die, und Frauen auch, die Gott erweckt hat für seinen Dienst in Mission oder in der Gemeinde. Und die dann entsprechend erweckt wurden, um eine kalte Orthodoxie, eine Gemeinde, die in der Weltlichkeit erstarrt ist, neu zu erwecken. Und in der Gesetzlichkeit erstarrt ist, neu zu erwecken. Es sind jene Männer, die schon gestorben sind, wie zum Beispiel Ludwig Hofacker hier in Deutschland, Ludwig Harms, Martin Lloyd-Jones aus England, Spurgeon, Johann Feukening, Wilhelm Busch. Aber es sind auch unzählige Menschen, deren Namen wir überhaupt nicht kennen, die Gott gebraucht hat und wo Gott wirklich auch Erweckung geschenkt hat. Wie viele Menschen mögen um Erweckung gebetet haben und wir wissen nichts von ihnen. Und Gott hat ihre Gebete erhört. Die Erben Whitfields müssen nicht in erster Linie Menschen sein, die große Massen bewegen. Menschen, die treu Gottes Gaben verwalten und ihm das Ergebnis überlassen. Das sind die Erben Whitfields. Das sind die Erben der Erweckung. Die letztendlich auch Erben der Reformation, ja, letztendlich auch insofern Erben des Neuen Testaments sind, die sich um die Tiefe kümmern. Gott kümmert sich um die Breite. Und ich möchte schließen mit zum einen nochmal diesem Statement von Whitfield, dass er stets unter seine Briefe oder häufig unter seine Briefe setzte, less than the least of all, geringer als der geringste von allen. Und an seinem Grab ließ er das hinschreiben, an seine Grabinschrift, ich begnüge mich mit der Klärung meines Rufes,
bis zum Tag des jüngsten Gerichts zu warten. Und nachdem ich gestorben bin, wünsche ich mir keine andere Grabinschrift als diese. Hier liegt George Whitfield. Was für ein Mann er war, wird der große Tag zeigen. Ich möchte einmal noch beten. Herr Jesus, unser Land braucht Erweckung. Und Herr Jesus, du siehst, dass Menschen in diesem Land leben, die dich nicht kennen, und dass das nicht wenige sind, Herr, es sind viele. Und Vater, wir möchten dich bitten, dass diese Tatsache, dass Menschen verloren gehen ohne dich, doch uns auch so nahe geht, wie es Whitfield ging. Dass wir damit verbunden dein Herz besser verstehen. Dass du geweint hast, Herr Jesus, als du nach Jerusalem kamst und wusstest, was auf Jerusalem zukommt. Herr, wir möchten dich bitten, dass du auch unser Herz erwächst. Du hast jeden zu einem ganz unterschiedlichen Dienst, Herr, bereitet. Gib, dass wir ihn erkennen und treu ausüben. Herr, wir möchten dir Danke sagen über dem Leben von George Whitfield. Wir möchten dir Danke sagen für all das, was du durch ihn geschenkt hast, Herr, wo du ihn vorbewahrt hast, wozu du ihn gebraucht hast, für das, was wir lernen dürfen, Herr. Wir möchten dich bitten, dass du noch mehr solche Menschen erwächst heute, Herr. Auch wenn wir der Endzeit entgegengehen, Herr, möchten wir dich bitten, dass du es doch trotzdem fügst, dass unser Land noch einmal von dir heimgesucht wird. Und dass Menschen echte Gottesfurcht bekommen, dass unsere Regierung echte Gottesfurcht bekommt und merkt und erkennt, dass sie eines Tages mal vor dir stehen werden und sich dann verantworten müssen. Herr, wo sind sie dann? Wo sind wir dann? Herr, wir bitten dich, mach uns zu Betern und lass unser Leben eine lebendige Predigt deiner Wahrheit sein. Herr, hilf und fang bei uns an, fang bei unseren Gemeinden an und erwecke du dieses Land. Herr, du kannst es allein. Amen.